Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dyson Sphere Program. Wir machen direkt weiter, wo wir aufgehört haben. Wir lassen unsere Dyson Sphäre weiterbauen, werden aber auch gucken, dass wir jetzt hier die Antimaterie voranschreiten lassen, damit wir hier generell wieder einen besseren Output haben, damit wir mehr Sonnen generieren können. Ich habe jetzt hier zwar 18 Stück, aber das reicht auch vom Ding nicht aus. Ich möchte auf unserem Heimatplaneten ja natürlich auch gerade die Sonnen mit der Antimaterie machen. Wir brauchen natürlich auch die Antimaterie dann für die weiße Forschung. Deswegen wäre es ziemlich gut, wenn wir die ganze Kapazität wieder erhöhen können davon. Wenn es sein muss, mache ich das auch noch auf dem Nachbarplaneten. Ich gucke mal hier gerade, wie es hier energietechnisch aussieht. Okay, hier läuft es eigentlich ziemlich gut. 3 Gigawatt. Oh. Man merkt hier auf dem Planeten tatsächlich, dass es extrem ruckelt. 0. 0. Bekommen habe ich noch 0. Geliefert sind es auch noch 0. Gut, wir brauchen jetzt Dyson Sphere Komponenten, dann die kleinen Drohnen oder die Small Carrier Rockets. Dafür brauchen wir aber auch davon noch mehr. Es kann sein, dass ich Hydrogen hochsetzen muss, Deuterium hochsetzen muss. Die Turbinen würde ich gerne auch noch hochsetzen. Weil die Turbinen sind ja jetzt leer. Hier Turbinen werden produziert. Bloß das ist MK1. Heißt, ich setze die mal hoch. So, alles eine Stufe hochgesetzt. Dann machen wir hier jetzt 30 die Minute. Hier bauen wir auch 30 die Minute. Hier haben wir 3000. Gut, die Wege. Ich kann sie nicht hochsetzen, weil wir keine Förderbänder mehr haben. Yes. Heißt, ich brauche erst noch ein paar Förderbänder. Guck, dass ich das hier vielleicht rüber transferieren kann. Gleichzeitig gucke ich, dass ich hier nochmal kurz ein paar Sonnen baue. Dass wir hier auch einmal dieses System haben, weil das eine System haut schon gut rein von der Masse her. Nochmal 6 Stück, da fehlt uns jetzt das. Es ist halt teilweise so eine Suche. Oh, wo ist das Teil? Jetzt brauche ich nochmal das und da muss man immer wieder die Sachen holen. Aber es macht Spaß. Und ich finde, darauf kommt es an, ob man Spaß hat oder nicht. Ich sollte hier hinten ja die Produktion haben. Beziehungsweise ich kann es ja hier vorne wieder rausziehen. Bei unserem Antimaterie. Dann brauche ich gar nicht so weit fliegen. Dann kann ich hier nämlich ein bisschen was rausholen. Ein bisschen viel. Egal, das kann ich gleich wieder reintun. 14 Stück. Dann tue ich die wieder rein. Dann haben wir 17. Okay, dann haben wir auf jeden Fall einmal genug. Antimaterie wäre jetzt langsam mal schön. Ich muss aber schauen, dass wir die Dyson-Sphäre hochbekommen. Also brauche ich noch mehr Dyson-Sphäre-Komponenten und Stuff. Ja, Titanium-Alloy bräuchten wir auch noch mehr.
Da muss ich aber bald anfangen, jetzt einen neuen Planeten zu besiedeln, damit wir die ganzen Sachen bekommen, weil ich habe hier keinen Platz mehr. Das ist das Problem. Ich habe hier auf diesem Planeten für die ganzen Sachen, die ich bauen möchte, langsam keinen Platz mehr. Ich nehme hier jetzt erstmal noch mal ein paar mit. Das haue ich. Ups. Die haue ich weg, weg, weg. Ich upgrade ja gerade alles nach und nach. Davon nehme ich auch noch mal ein paar mit. Das haue ich raus, die haue ich raus, 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 raus. Den einen Tesla-Turm haue ich auch weg. Die drei haue ich auch weg. Ich gucke gerade, ein bisschen Platz zu machen bei uns im Inventar. So, das wird alles rausgehauen. Dann nehme ich zwei Steaks mit. Dann gucke ich, dass ich geschwind hier das Deuteronium rüber liefere. Dass wir mehr Small Carrier Rockets produzieren. Dass unsere Dyson-Sphäre dann schneller fertig wird. Dass wir mehr Energie generieren über die Dyson-Sphäre. Macht Sinn. Macht tatsächlich alles Sinn. Es braucht halt hier auch so viel, dass wenn man mal sieht, wie schnell das Ganze hier rausgeht, das ist heftig. Hier wäre es eventuell geschickt, wenn ich, sage extra Production und dann hier noch mal eins hinsetzt. Hier vielleicht. Das dann die Spray. Aber da würde ich kostenlos noch mal ein paar bekommen. Das wäre halt schon ziemlich, ziemlich nice. Aber da muss ich jetzt schauen, dass wir Deuteron Fuel erhöhen. Was hat das für ein Pfeifton aus meinem Mund? Sorry, Leute. Okay, hier haben wir auf jeden Fall genug. Da habe ich auch noch gerade genug dabei. Gut, wo habe ich es denn? Ich habe hier noch mal das ganz eine System. Es ist alles so vollgebaut mittlerweile. Hier habe ich die ganzen, hier habe ich das. Ich habe hier noch mal einmal Hydrogen gesammelt, wo ich dann umlagern kann. Prozessoren haben wir zu wenig. Die Dinger kann ich hochsetzen, habe ich aber nichts dabei. Ich brauche das jetzt aber auch nicht so dringend. Hier setze ich Drohnen rein. Zack, Hydrogen. Es wird noch Hydrogen produziert, aber es darf auch wegfliegen. Wir fliegen in die richtige Richtung. Wir sehen unsere Dyson-Sphäre. Ich finde immer so cool. Das hier. Das geht ins Supply. Und es geht dann hier raus. Aber da halt dann nicht nur einmal, sondern zweimal. Ne, hier kann ich es nicht raus tun. Also zweimal darf es raus. Weil hier haben wir ein paar tausend Hydrogen. Dafür habe ich diese Götzen gebaut. Das ist voll, das braucht ihr nichts mehr.
Dann schaue ich mal, wo unser hier. Das hat genug. Dann baue ich hier MK3. Davon brauche ich noch ein paar. Die habe ich hier drüben. Die kann ich hier aus dem Lilanen rausziehen. Brauche ich MK3. Ziehe ich noch mal ein paar raus. Und mir fehlen MK2. MK2 fehlt mir ja Prozessoren. Die hier nehme ich auch noch mit, aber doch nicht so viele. Schon ein bisschen arg viel. Nehme ich hier die Prozessoren raus, die ich brauche. Ja, dafür habe ich diesen Sonderposten gebaut. Diese 19 bauen wir auch noch. Raffene. MK3, nochmal 88. Ich brauche jetzt alle auf MK2 zumindest mal. Ups. Okay, dann setze ich natürlich die wieder zurück. Die habe ich hier, da habe ich ja auch noch genug. Sehr schön. Die kommen zurück, die brauche ich nicht dringend dabei. Ich nehme hier noch mal. Ist schon fast wieder voll. Krass. Mal gucken, haben wir wenigstens jetzt schon mal. Doch, wir haben noch mal welche bekommen, weil sonst hätten wir da nichts drin. Ups, wir haben eins verloren, wir verlieren. Okay, die haben wir jetzt dabei. Dann hauen wir die Circuit Boards hoch, weil es scheint, als ob das das einzige Problem aktuell wäre für die Prozessoren. Dann hauen wir die hoch. Ja, 64. Die 60 die Minute sind wohl zu wenig. Dann machen wir einfach 90 die Minute. Okay, jetzt geht hier auch massiv raus. Also wir haben hier genug. Das setze ich hoch, das setze ich hoch, das setze ich hoch. 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 Okay, dann gucken wir mal. Sollten die Prozessoren auch weiterlaufen? Ja. Aber Prozessoren haben wir nur MK1. Hätte ich gerne noch mehr MK2. Dann die kann ich auf MK3 setzen. Dann kriegen wir hier 30 die Minute. Das ballert hier jetzt alles rein. Ja, manche Sachen sind wir einfach noch am Minimum. Aber wir sind hier jetzt schon mal bei MK3. Heißt hier, die kann ich auch zu MK2 machen. Die Gears brauchen wir nur für die hier. Haben wir aber Maximum draußen. Dann schauen wir mal, ob wir die auch auf MK3 machen könnten, die zwei Sachen hier. Ja, hier erhöhen wir auch alles. Wir haben, doch haben wir noch genug. Die hier hauen wir wieder raus. Das hauen wir raus. Davon haben wir genug.
Okay, die werden jetzt relativ schnell produziert. Hier haut's das rein. Das hier ist jetzt MK2. Das hier muss ich auch erhöhen. Das reicht aber vom Thema noch nicht. MK2 habe ich 50. Davon habe ich 36. Doch, hat es gereicht. Perfekt. Das Ganze hier einmal erhöhen. Dann kann ich die raushauen. Habe ich hier noch was, das ich weghauen kann? Nö, MK3 und die habe ich in MK2. Das kann ich wegmachen. 45 die Minute, 45 die Minute. Hier läuft es jetzt auf jeden Fall auch. Hiervon brauche ich halt auch Massen. Hier habe ich 60 Stück drin. Hier habe ich 0. Hier kriege ich auch nichts rein. Dann brauche ich die selber für mich. Gigajoule. Sehr schön. Dann fliegen wir auf unseren Planeten. Ich finde es so geil, wie das aussieht. Gucken wir mal rüber, gucken, wie viel Antimaterie wir dort haben. Ob wir eventuell ein wenig rüberbringen können. Wir müssen hier hoch. So, sehr schön. Die schießen in Reihenfolge. Die produzieren hier alles schön. Man sieht hier halt auch Polenwander 10. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es gedauert hat, aber wir haben hier immer noch 6 Stück drin teilweise. 45, 18. Kann ich hier um Circuit Boards? Ja, könnte ich rein theoretisch produzieren. 700. Wir haben es bald. Hier sind wir bei 4000 von 41.000. Okay, sehr schön. Energietechnisch sind wir hier bald wieder auf 0. Megawatt. Holy shit. Okay, hier haben wir jetzt wieder Stuff bekommen. Die sind halt nicht ausgelastet, das ist das Problem. Aber es wird auch generell immer mehr hier, dass wir schon mal 38 hier haben. Die kann ich schon rübernehmen. Dyson-Sphäre sieht schon mal nicht schlecht aus. Ah, perfekt 100. Guck mal. Mich würde es interessieren, sie produzieren. Ich mal guck beim hintersten mal geschwind. Das kann ich gar nicht gucken. 2. 2 für 2. Wenn ich das hier verschneller mit dem hier. Extra Production 25%. Aber dafür bräuchte ich das, wenn ich hier 20% nehme. Die habe ich bei mir drüben im Lager ohne Probleme. Dann kann ich hier sagen, jo, produziert alle paar 2 Stück. Ich nehme mal hier das hier mit. Die 18 nehme ich mit. Die 45 nehme ich mit.
Dann würde ich das alles sortieren. Guck dann mal, wie es hier drüben aussieht. 800. Kriege ich gerade so rein. Dann haue ich hier die Lens weg. Ja, genau deswegen. Nein, Lens weg, Stein weg. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt Stein aufgenommen hatte. Guck, dass ich schnell rüberfliege. Und dass ich dann ein bisschen Antimaterie produzieren kann, dass es wieder funktioniert. Muss aber gucken, dass ich bevor es 150 hat. So, dann fliegen wir einmal hier rüber. Stecken die ganzen hier einmal rein. Es braucht halt auch relativ viele, damit es läuft. Okay, sehr schön. Wir haben von allem ein bisschen. 800. Ich sehe ja gleich, wie viel die 800 produzieren. Dass ich die dann vielleicht rüber liefern kann, damit ich da wieder mehr Energie habe. Weil die Energie hält ja da schon relativ lang. Wie steht die Energie? Ja. Oh. Sieht noch nicht so prickelnd aus hier. Mmh. 72, okay. Ich kann gucken, dass ich hier jetzt die Produktion irgendwie noch erhöhe. Dass es wieder nur da rein liefert. Dass die hier für das hier alles liefern. Das hier hat nämlich jetzt genug drin. Wenn ich hier sage, jo, nur Storage, dann liefern die da drüben wieder nur an unsere Small Carrier Rockets. Jo. Und dann geht hier die Produktion hoch, dann hauen wir noch mehr Raketen rein. Und den hier, boah. Okay, ich verstehe, warum ich da kein Material habe. Ich bräuchte, ja, ich will die hier gerne machen mit dem Alternativrezept. Da muss ich aber zum schwarzen Loch fliegen, wo ich auf jeden Fall noch nicht genug Energie habe. 4000 bräuchte ich hier, um das abzuschließen. Hier brauche ich auch einiges an Energie. Ja, ich brauche hier überall weißes Material, aber das Problem am weißen Material ist, wir brauchen Antimaterie. Und Antimaterie haben wir gerade noch viel zu wenig. 200. Wir sind aber immer noch nicht fertig. Die produzieren hier ja noch. Sag mal. Na gut, ich nehme die auf jeden Fall mal mit rüber. Ich selber habe ja. Also 800 ergibt über 200. Jetzt, wenn ich das hier jetzt mit drüber fliege. Es sieht halt schon geil aus, die Leistungssphäre, so wie wir sie gerade hier bauen. Die ganzen Komponenten werden gebaut, die Small Carrier Rockets werden hochgeschossen und die Solar Cells werden hochgeschossen. Es läuft. Also langsam läuft es ziemlich gut. Ich setze hier die rein. Die werden voll. Mir ist wichtig, dass die ersten paar auf jeden Fall voll sind. Dass die ganze Energie dann runtergedrosselt wird.
was wir benötigen. Das ist schon heftig. Dass wir auf jeden Fall genügend produzieren. Ich muss mal schauen. Hier. Edit. 1,47 Gigawatt. Ist trotzdem noch zu wenig. Also wenn ich mal denke, wie viel das insgesamt kostet, weil wir brauchen ja hier 8 Gigawatt und wir sind bei 1,5 Gigawatt. Wir produzieren aber jetzt schon mal weitaus schneller. Das ist halt der Vorteil, wenn wir hier weitaus schneller die ganzen bekommen, kriegen wir immer mehr Antimaterie. Umso schneller wir Antimaterie hier bekommen, können wir das ins Lager hauen, können das dann verschicken, dass wir Antimaterie Fuel Roads bekommen. Wenn wir noch mehr Antimaterie Fuel Roads bekommen, dann läuft unsere Energie. Dann haben wir kein Energieproblem mehr. Dann können wir wieder ausbauen, dass wir noch mehr produzieren, dass das Ganze hochgeht und so weiter und so fort. Ich würde gerne davon noch mehr bauen. Dafür brauche ich hiervon noch mehr Deuterium. Ich habe jetzt aber auf dem Planeten, also der Gasriese ist ausgeschöpft. Da produzieren wir das. Ja. Muss ich eventuell nochmal ein anderes Planetensystem gucken, wo auch beides produziert wird, wie hier. Dass ich auf dem Gasriesen auch Hydrogen und Deuterium farm. Wenn ich da Hydrogen und Deuterium farm, dann kann ich mehr Deuterium bekommen. Ja, hier, das hier könnte ich auch noch machen. Ich muss jetzt die Deuterium-Kapazität erhöhen. Und Hydrogen. Bei Hydrogen haben wir jetzt auch nicht mehr so extrem viel überlaufend. Wir schießen hier gut nach oben, also kann ich mich nicht beklagen. Wenn ich mal denke, wie schnell ich hier jetzt auch immer neue Materialien bekomme. Klar, das sagt jetzt 1,1 die Minute. Heißt aber, ich habe hier, keine Ahnung, wie viele Teile stehen. 50, dann kriege ich alle 2 Minuten 100 Stück. Außer die, wo halt im Dunkeln sind. Weil wenn es dunkel ist, haben die keine gute Konnektivität. Beziehungsweise auch eine Minute, wenn es die Minute. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich 100 alle 2 bis 3 Minuten bekomme aktuell. Beim aktuellen Stand. Wenn das dann hochgesetzt wird, hier das Ganze noch schneller läuft. Ich muss halt die Dyson-Sphäre fertig hauen. Dafür brauche ich halt die Small Carrier Rockets. Wenn ich genügend Antimaterie pro Minute bekomme, was sich ja jetzt auch stetig erhöht, kann ich auf dem anderen Planeten auch die Sonnen bauen. Weil ihr seht jetzt hier zum Beispiel, ich habe hier jetzt nicht mal die Hälfte an Sonnen betätigt und ich habe 1,8 Gigawatt. Heißt, wenn ich so, dass dieses System zweimal auf einen anderen Planeten setzt, das dann voll wird mit den ganzen Antimateriestäben und sonstiges, also mit der Energie, dann kann ich
die Deuteronium-Fuels reduzieren. Dann brauche ich nicht mehr so viel Thorium für Energie. Dann kann ich das auch in die Carrier Rockets stecken. Und das kann ich dann wiederum wieder verwenden, damit ich mehr Antimaterie bekomme. Okay, wenn ich die 600 Antimaterie habe, gehe ich wieder rüber. Jetzt habe ich 600, die kann nehme ich schon mal mit. Deswegen, das ist so ein Kreislauf gerade. Aber das kommt nach und nach. Wir haben jetzt 4600 von diesen Small Carrier Rockets. Schießen die ganze Zeit in die Luft. Wir brauchen halt nochmal fast die zehnfache Menge. Deswegen dauert noch. Aber wir haben schon mal 4000 von 40.000. Und ihr seht, das ganze Konstrukt wird immer weiter gebaut. Und wir kriegen natürlich auch Small Carrier Rockets langsam wieder, so dass ich wieder hochschicken kann, damit das ganze System dann wieder voller wird und. Okay, aber ich fliege auf den anderen Planeten und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.